Moin, der Paul ist wieder da. Wie man sehen kann, habe ich etwas Zubehör für die Fräsmaschine besorgt. Ein Satz Spannbratzen, dass da alles am Tisch auch festgespannt werden kann. So, dann kam noch Spannzangenfutter dazu. Bis 20 mm mit verschiedenen Spannzangen und Schlüsseln. Und ein Ausdrehkopf. Eine Nummer größer mit 18er für 18er Bohrstangen in einer Hundertstel Zustellung. So, jetzt fangen wir mal an. Erste Probleme sind folgender. Passt nicht rein. Dieser Vierkant stört. Das heißt, er muss schon mal weg. Das passiert bei der. Und bei der ist es noch schlimmer. Da muss komplett alles weg, damit das reinpasst. So. Damit ich das wegmachen kann, muss ich hier erstmal einen Drehmeißel verspannen und diesen Drehmeißel auf Höhe fahren und dann das Ganze einfach abdrehen. Ja, damit werde ich mich gleich erstmal beschäftigen. Dann mal gucken, wie die passen. Noch was dazu, die originale Anzugstange passt nicht so ganz. Da ist kein M12-Gewinde, sondern irgendwas anderes. Ich glaube, irgendwas Zölliges. 12 mm hat sie zwar, aber andere Steigung. Deswegen muss ich da noch eine Anzugstange bauen, basteln, mal gucken. So ist einigermaßen ausgerichtet. Nachdem hier alles abgedreht wurde, was stört, passt jetzt Spannzangenfutter wunderbar rein und auch der Ausdrehkopf. Passt wunderbar rein. Okay, den muss ich jetzt noch rausziehen. Ansonsten. Jetzt kann ich einfache Sachen schon mit Spannzangenfutter bzw. mit dem hier fräsen. Anzugsstange muss ich noch anfertigen, das kommt aber. Ich verwende dafür, glaube ich, erstmal
eine stinknormale Gewinderstange. Damit sich ihren Zweck einfach nur erfüllt. Gut. Ich weiß nicht, ob ich heute noch was schaffe, aber wichtigste Aufgabe ist schon mal gemacht. So, ich wollte mal versuchen zu fräsen. Ist alles eingebaut, Fräser in der Zahnspange gespannt. Das ist ein Kompressor, den habe ich mit Hilfe des Winkels hier unten am Fuß einigermaßen ausgerichtet. Hier ist schon was abgesägt und das möchte ich gleich mal plan fräsen. So, also anschmeißen. Langsam anfahren. Ich habe es getroffen. So. Können wir festziehen. Erster Fräsversuch ist gelungen. Sieht schon mal gut aus. Plane Fläche. Fräsmaschine ist im Betrieb. Der Fräs ist am Arbeiten. Jetzt erstmal sauber machen und später das restliche Werkzeug mal ausprobieren, wie es dann sich so verhält. Aber das Wichtigste ist schon mal gemacht, auch geschafft. Ich kann etwas auf den Tisch spannen, kann Fräse einspannen und plane Flächen kann ich schon mal herstellen. So, ich sag mal, bis zum nächsten Mal, euer Paul.